Ich fühle mich sehr, sehr wohl in St. Stephan und ich bin richtig glücklich, dass ich hier leben, wohnen und arbeiten darf. St. Stephan im Rosental hat eine sehr gute Infrastruktur. Also ich fühle mich sehr wohl und bin mit diesem Ort sehr verbunden. Als Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Südoststeiermark bin ich sehr stolz auf den Wirtschaftsstandort St. Stephan im Rosental, besonders auf das Miteinander von neu angesiedelten Betrieben und den bestehenden Traditionsbetrieben. Mein Name ist Helmut Bölzl. Ich bin Geschäftsführer der Firma Bölzl Control, das Ganze schon seit 31 Jahren. Wir machen Industrieautomation, mittlerweile auch Robotik, aber hauptsächlich Steuerungsbau. Also das hat sich halt so rausentwickelt in den Jahren und sind natürlich jetzt mit dieser Maschine auch sehr stark im Automotivbereich unterwegs. Also der Wirtschaftsstandort St. Stephan im Rosental ist für mich absolut ideal. Man findet super Mitarbeiter, hochmotivierte Mitarbeiter. Es ist einfach schön, hier zu leben und zu arbeiten und zu agieren weltweit. Die Wirtschaft in St. Stephan funktioniert hervorragend. Die Infrastruktur im Ort ist gegeben. Wir haben bei einem Ort von 4000 Einwohnern 1500 Arbeitsplätze beinahe. Und das sagt eigentlich schon alles aus, wie es in St. Stephan läuft. Und nur dadurch können wir auch den Ort so gut erhalten und forciert. Ich bin der Stefan Haab aus dem wunderschönen St. Stephan im Rosental. Mein Unternehmen heißt Agrarservice Haabmaster. Mich gibt es seit Oktober 2018. Als Jungunternehmer hat mich die Gemeinde St. Stephan im Rosental total unterstützt. Meine Spezialgebiete sind extreme Steilhänge, Dornen, Wurzelstockentfernungen, Objektbetreuung und Handel. Es ist jetzt gerade gelungen, wieder einen sehr großen Produktionsbetrieb anzusiedeln. Das heißt, wir sind da wieder gefordert und da sind wir gerade mittendrin und schauen wieder zwei Standorte für die Zukunft, für neue Firmen wieder zu entwickeln, falls sich wieder jemand meldet, dass wir sofort was anbieten können. Ja, die Tageswerkstätte Stephanus hat 32 Betreuungsplätze, wo Menschen mit Behinderung in 14 verschiedenen Werkstätten bei uns arbeiten. Stephanus hat 26 Mitarbeiter, die Betreuungsarbeit durchführen und auch im wirtschaftlichen Teil abdecken. Wir haben durchschnittlich 4 Zivildiener, die den Zivildienst bei uns ableisten und uns bei unserer Arbeit unterstützen. Und wir haben im Durchschnitt auch 2 Praktikumsstellen, die wir anbieten, wo eben Menschen, die in Ausbildung sind, ihr Praktikum bei uns absolvieren können. Also man braucht sich nur umschauen, hinter uns die schönste Landschaft und Natur, in der wir eingebettet sind. Es ist eigentlich jeder Tag ein schöner Arbeitstag. Wir haben wunderschöne Arbeitsräume, einen wunderschönen Arbeitsplatz. Wir leben gerne hier in Altegg, Alteggger Straße 17. Wir leben gerne in St. Stephan. Der Grund, warum sich die Firma Leber Installationstechnik GmbH hier in St. Stephan im Rosental angesiedelt hat, ist ganz einfach. Wir finden hier ein hervorragendes Umfeld vor. Ob von Seiten der Gemeinde, ob von Mitarbeitern oder eben auch der Standort, die Entwicklung der Gemeinde. Hier sehen wir die Zukunft. Wir als Maschinenring Südost sind eines der größten regionalen Dienstleistungsunternehmen in St. Stephan im Rosental. Wir bieten für ca. 160 Mitarbeitern Jobs an. Unsere Schwerpunkte sind Personalleasing, Service und Agrar. Uns zeichnet vor allem die Regionalität aus. St. Stephan im Rosental ist für uns als Standort optimal.
Ich bin der Kappa Hans aus St. Stephan im Rosental. Ich bin vom Beruf Baumeister und habe mich von der Lehre an immer für die Bauerei in massiver Bauweise, traditionell und von althergebracht interessiert. Ich freue mich, dass ich in St. Stephan geboren und zu Hause bin. Der Standort ist für mich optimal. Ich bin die Christa Riedl. Und was mache ich in St. Stephan? Ich führe das Geschäft in dritter Generation. Wir haben so einen Traditionsbetrieb und haben das von der Pike auf aufgebaut. Und wir haben einen Eurospar, den führt mein Mann und meine Söhne und einen großen Getränkemarkt dabei. St. Stephan ist schon ein sehr schöner Ort und wir sind froh, dass wir in St. Stephan sind. Mein Name ist Josef Bein, ich bin Eigentümer der Firma Bein und der Firma Alpenlift GmbH. Also bei mir findet man Arbeitsbühnen, man findet bei mir PKW-Anhänger, vom kleinen Kompaktanhänger bis zum Bootsanhänger, Young- und Oldtimer, amerikanische Fahrzeuge, man findet bei mir Invalidenfahrzeuge und Behindertenfahrzeuge, nicht zu vergessen natürlich die E-Bikes. Als Benzinbruder natürlich meine Custom-Bikes und Motorräder, die ich direkt aus den USA beziehe und wo mein Herz mit drin steckt. So, ich bin die Ingrid Konrad. Ich habe ein Fußpflege-Massage-Kosmetik-Institut mit Humanenergetika dabei, also das sind Körperarbeiten und den Lebens- und Sozialberater. Ich bin die Monika Erdler und bin die Geschäftsführerin dieses Frisiersalons hier in St. Stephan im Rosental. Meine Lehre war auch schon hier in St. Stephan. Nach einigen Gesellenjahren habe ich das Angebot von meiner Chefin bekommen, das Geschäft zu übernehmen. Somit bin ich seit 2017 die Geschäftsführerin dieses Salons. Mein Name ist Kurt Strohmeier. Wir haben seit 100 Jahren hier die Backstube in St. Stephan im Rosental, sind ein gutbürgerlicher alter Betrieb. In St. Stephan gefällt mir sehr gut unsere Stammkunden, die wir haben. Wir haben sehr viel Laufkundschaft da und in St. Stephan, es passt einfach. St. Stephan im Rosental ist für uns ein sehr guter Standort, da wir ja eine sehr große Gemeinde sind und eine wunderschöne Gegend haben, immer wieder sehr viele Touristen bei uns im Land sind. Und was vielleicht noch dazu kommt, die Bevölkerung von St. Stephan in Rosental schätzt die einheimische Kulinarik sehr. Die Wirtschaft in St. Stephan läuft positiv, die Unternehmer untereinander kommunizieren perfekt, jeder freut sich auf die Wirtschaft. In St. Stephan blüht es einfach. Wir haben bei einer Ortsgröße von ca. 4000 Einwohnern 1500 Arbeitsplätze und wenn man das sich anschaut, dann weiß man, dass es einfach passt. Es passt die Infrastruktur, es passen die ganzen Gegebenheiten und dadurch ist jeder gern Unternehmer in St. Stephan im Rosental. Und das Schöne bei uns in der Steiermark ist, dass wir ein sehr gutes Miteinander, eine sehr gute Zusammenarbeit haben, auch zwischen den Großen und den Kleinen. Und ich denke, das macht uns als Wirtschaftsstandort insgesamt sehr stark und interessant. Aus diesem Ort sind so viele Menschen hervorgegangen, die wirklich vieles im Leben vollbracht und geleistet haben. Und ich hoffe mir und ich wünsche euch alles Gute dafür, dass demnächst jemand dabei ist, der auch diesen Erfolg hat. Denn aus diesem Ort kommen ganz wunderbare Menschen mit einer besonderen Qualität.